Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, Radiohörer bei Radio Korax, hier bei Online-Geistern. Zum Finale gibt es mal wieder Musik, die ihr frei verwenden dürft. Nice. Und vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand. Erste Meldung, wusstet ihr schon, dass man bei Amazon Music auch Podcasts hören kann? Hätte ich jetzt vermutet, wenn du mich gefragt hättest. Ja, ich, Christian, bin hier vielleicht ein bisschen recht spät an der Stelle. Hab halt eben jetzt vor kurzem erst bemerkt, dass es halt auch eine Podcast-Funktion bei Amazon Music macht ja Sinn, bei Music Podcasts zu haben. So wie Spotify eigentlich auch. Eigentlich nicht, eigentlich macht es keinen Sinn. Also Spotify, iTunes haben auch mit Musik angefangen und seit Ewigkeiten Podcasts. Ja, aber iTunes hat sich ja zumindest in Apple Podcasts dann umbenannt. Also das hat mir aufgesplittet mit Apple Music, Apple Podcasts zum Beispiel. Ja, gut, ich mache bei Amazon Music, also es ist wirklich eine Unterfunktion einfach nur. Bei Amazon Music, halt Podcasts zu hören, aber Podcasts ist keine Musik. Aber jedenfalls, egal an der Stelle, was ich eigentlich nur sagen möchte, das heißt aber jetzt einfach nur, ich habe nachgearbeitet und die Online-Geister sind jetzt auch bei Apple Music als ein Podcast verzeichnet. Amazon Music meinst du? Amazon Music meine ich natürlich, sind wir jetzt auch verzeichnet an der Stelle. Fängt bei Apple Podcasts sowieso schon seit Ewigkeiten. Ja. Einfach nur für Info, wenn ihr uns dort abonnieren möchtet. Der Vollständigkeit halber. So. Und dann zum Eigentlichen. Zweite Meldung. Social Media Update, Reddit streikt, Twitch bekommt Konkurrenten und Facebook launcht einen Twitter-Klon. Genau, die Threads oder speziell Instagram-Threads, da werden wir uns in der nächsten Sendung ganz intensiv mit auseinandersetzen. Weniger mit Threads, aber mit den Alternativen zu Twitter, weil das nämlich so eine Alternative zu Twitter ist. Aber gerade, ich finde, weil es nämlich auch ein paar Mal so ein bisschen unter dem Radar etwas gelaufen ist, hat durchaus Wellen geschlagen, dass halt eben mehrere auch sehr große Subreddits bei Reddit gestreikt haben. Wegen Änderungen Zeit. Genau. Bei Reddit. Weil halt eben die APIs, also die Programmierschnittstellen, halt jetzt eben kostenpflichtig werden sollen für Drittentwickler. Und das finde ich insofern einfach bemerkenswert, weil, kurzer Verlauf in die Geschichte, als erster dokumentierter Streik gilt ein Sitzstreik in Ägypten im Jahr 1159 vor Christus. Also vor über 3000 Jahren wurde bereits gestreikt. Arbeiter legten damals kollektiv die Arbeit nieder, nachdem ihr Lohn in Form von Nahrungsmitteln länger ausgeblieben war. Also die mussten halt zwangsweise hungern. Und im Normalfall, das war halt immer Arbeit für den Staat, für den Pharao gewesen. Das war eigentlich immer gut bezahlt. War in dem Fall nicht gewesen. Das ist der erste schriftlich dokumentierte Streik der Menschheitsgeschichte. Und jetzt haben wir den ersten dokumentierten Streik der Internetgeschichte. In der Form. In der Form, dass es auch wirklich als Streik zu bewerten ist. Also die Redditors haben diese alte Tradition fortgesetzt. Da können wir jetzt vielleicht irgendein kommunistisches Arbeiterlied im Hintergrund laufen lassen fast. Habe ich leider nicht vorbereitet. Aber, einfach nur für das Historische an der Stelle. Wir können ja die Internationale einspielen oder sowas. Aber halt eben einfach nur für die Anmerkung an der Stelle. Also das ist der wirklich erste richtig große Streik des Internets. Wie gesagt, Hintergründe habe ich gerade schon mit erklärt, ist inzwischen auch größtenteils wieder beendet worden. Und wie das bei Streiks auch früher war, der Chef, der Arbeitgeber, könnte man fast sagen an der Stelle, also die Reddit-Geschäftsleitung hat dann auch einige Moderatoren von diesen großen Subreddits auch wirklich rausgeschmissen, entlassen. Also waren schon immer, das waren freiwillige Tätigkeiten, sage ich dazu, die wurden nicht dafür bezahlt, die Leute. Das ist halt irgendwie bei Wikipedia oder sowas mitzuarbeiten, halt eben Subreddit-Moderatoren. Moderatoren in irgendwelchen Fanforen, das mehr ist Reddit ja nicht im Grunde. Genau, und da kann man natürlich drüber mutmaßen drüber streiten, ob das vielleicht auch Instrumentalisierung ist, wenn ich jetzt kein My Little Pony Subreddit habe und dann sage ich halt, hier, jetzt schließen wir das Ding für nicht angemeldete Nutzer, weil halt eben Reddit da Sachen macht, die wir nicht toll finden. Aber ich finde es insofern total spannend, weil das halt eben so das erste große Mal ist, wo halt wirklich die Communities, und Reddit ist extrem abhängig von seinen Communities, wo die Communities halt eben mit den oder gegen die Unternehmen in dem Fall ja halt aufbegehren und halt eben wirklich so dieses eben Verhandeln wie Gewerkschaften, ja, Arbeitgeber an der Stelle. Also ich bin mal gespannt, wie sich sowas in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Das Interessante daran, aus was ich ausgenommen habe, zum ersten Mal habe ich darüber nachgedacht, dass Reddit auch ein Unternehmen ist, eine Geschäftsführung hat und Dinge macht, eben weil Reddit so stark von der Community getragen ist, dass weil die Mods das komplett ohne Entgelt machen, die da aus rein ihrer Freizeit darauf aufpassen, dass die Community ein angenehmer Ort ist. Leute kommen hinstellen, fragen, andere Leute, die sie auskennen, beantworten die, dass das ein Unternehmen ist, dass dahinter eine ganze Maschinerie arbeitet von Leuten, die entscheiden, was passieren darf und was nicht auf Reddit. Das ist mir erst durch den Streik so bewusst geworden, dass sich die NutzerInnen gegen das Unternehmen wenden. Genau, und wie gesagt, das wird eine total spannende Zeit an der Stelle, denke ich mal, in den nächsten Jahren werden. Aber das ist ja nicht das Einzige, über was wir sprechen wollen, denn Twitch, die Livestream-Plattform schlechthin, bekommt jetzt
quasi Konkurrenz an der Stelle. Und das wäre in dem Fall ganz konkret eine Plattform, die sich Kick nennt. Nicht zu verwechseln mit dieser Billig-Mondenkette. Ja, schreibt sie mit CK, also mit der englischen Tritt. Die wurde erst am 1. Dezember 2022 gegründet, also gerade mal einem halben Jahr. Genau, und tut gerade alles dafür, die Nachfolge von Twitch quasi anzutreten und bietet halt auch wirklich absurd hohe Geldsummen für beispielsweise den kanadischen Streamer XQC, also XQC geschrieben, mit aktuell 11,9 Millionen Followern auf Twitch, der nach eigenen Angaben für eine Ablösesumme, so wie man es aus dem Fußball kennt, von satten 100 Millionen US-Dollar zu Kick gewechselt ist. Es ist auch, hier wird zum Beispiel in dem Beitrag vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo wir das hier haben, ein Vergleich angestellt mit LeBron James, der bei den LA Lakers laut Forbes nur 97 Millionen US-Dollar bekommen hat zum Vergleich. Also in solchen Größenordnungen bewegen wir uns hier, dass ein Spitzensportler weniger Ablösesumme bekommt als ein Streamer. Aber schauen wir mal, ob das was wird oder ob das vielleicht auch wieder nur, also ob Kick auch nur so eine Luftnummer ist, weil der Betreiber dahinter, also zum einen ist die Plattform relativ unreguliert und es gibt halt eben auch Stichwort Online-Casino-Spiel und sowas von diesem Betreiber. Also es ist alles ein bisschen dubios. Ja, die gehen in die Richtung, naja. Es ist der Grund ist auch offiziell gar nicht bekannt. Hm. Also da wäre ich auf jeden Fall sehr vorsichtig, bevor ich da irgendwas in Kick investiere, mich dann damit beschäftige. Ich glaube, wenn mir 100 Millionen Dollar bieten würde, da würde ich auch nicht so viel nachgucken erstmal, aber... Ja, zumal das ist auch noch nicht mal ein exklusiver Deal gewesen. Also der durfte auch weiterhin bei Twitch durchaus mit aktiv bleiben, dieser Streamer. Also insofern sehr interessant, sehr kurios an der Stelle, aber das ist halt auch das Internet. Und was auch das Internet ist, sind halt eben die ganzen Twitter-Klone oder Nachfolger. Aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge mal ganz in Ruhe, weil momentan tut sich wieder einiges an der Stelle und wir wollen ja auch noch ein paar andere Punkte. Genau, ein wenig über Geld sprechen wollen wir auch noch. Patreon führt eine kostenlose Mitgliedschaft ein. Bisher konnten Patreon-User nur kostenpflichtige Mitgliedschaften anbieten. Zudem wird nun Kreativen ermöglicht, digitale Produkte wie E-Books direkt über die Seite zu verkaufen. Also insofern nette Feature-Erweiterung auf jeden Fall mit den E-Books, aber halt eben kostenlose Mitgliedschaften. Was ich persönlich interessant finde, da sind wir auch gerade im Grunde wieder beim Follow-Button, wie wir es von Facebook und Co. kennen. Also auch wieder solche Crowdfunding-Plattformen, die immer stärkeren Social-Media-Untouch bekommen. Ja, ich kenne schon Kreativschaffende, die nur noch auf Patreon veröffentlichen, die Posts quasi komplett öffentlich lassen, also man muss sich nicht mal anmelden, um lesen zu können und dann sagen, hier, wenn du meine Blogposts interessant findest, dann melde dich einfach an und gib mir einen Euro im Monat. Oder Dollar, je nachdem. Also die weichen gar nicht mehr aus auf Tumblr, auf ihren eigenen Blog oder auf YouTube oder irgendwas. Und einfach, hier, bitteschön, Patreon bietet mir die Möglichkeit an, warum woanders hingehen. Genau, da werden wir auch in der nächsten Episode bei den Twitter-Alternativen so ein bisschen auch mit drüber reden, was da so alles auch mit aufgeploppt ist im Laufe der Zeit. Denn wir hatten ja über Substack schon mal kurz ein bisschen was gesprochen, Substack Notes als so eine Twitter-Alternative, weil halt auch, also auch Substack so eine eigentlich Crowdfunding-Angelegenheit, so eine Abo-Plattform, die jetzt aber halt eben auch so in andere Bereiche mit reingeht. Genauso übrigens auch wie Discord. Die ermöglichen jetzt den Verkauf digitaler Güter. Discord haben wir ja schon mal eine eigene Episode gemacht. Und plant jetzt ebenfalls die Einführung eines Features, mit dem kreative digitale Güter, wie jetzt E-Books beispielsweise, verkaufen können. Also auch Discord als eine künftige E-Commerce-Plattform. Ja, das ist sowieso nicht eierlegende Wollmilchsau, aber die können auf jeden Fall schon sehr viel machen. Beide Sachen, Patreon und über Discord, hat The Verge berichtet. Da haben wir die Infos hauptsächlich her. Genau. Und dann unser Social Media Ticker. Wir haben so viel Zeit nämlich nicht mehr, deswegen Schnellfeuerrunde. Erstens. Forbes. TikTok speichert sensible Daten in China. Oh mein Gott, wer hat das sehen können? Ja, die Befürworter eines TikTok-Verbots bekommen neues Futter. Laut einer Forbes-Recherche hat TikTok sensible Finanzdaten seiner größten Stars, einschließlich derjenigen, in seinem Creator Fund auf Servern in China gespeichert. Darunter zum Beispiel persönliche Daten wie Sozialversicherungsnummern. Okay, die Rechercheergebnisse stehen im krassen Widerspruch zu den Aussagen von TikTok. Erst vor wenigen Wochen hat TikToks CEO Xiaoxi Chu bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus erklärt, dass die Daten von US-NutzerInnen ausschließlich in Virginia und Singapur gespeichert würden. Anscheinend nicht. Wer hätte das sehen kommen können? Klammer auf, die Online-Gaste. Wir haben 2019 bereits ein Interview gemacht mit der Dachchefin von TikTok. Gerne bei uns nachhören. Ich glaube, es war Folge Nummer 53 gewesen. Dass du das noch weißt. Okay. Ja, das war für mich eine Sternstunde unseres Podcasts persönlich. Dann. Cloud-Markt weltweit wächst weiter bis 2024 auf über 200 Milliarden US-Dollar, berichtet saastr.com. Also mit anderen Worten einfach, ja, Cloud wächst weiter, ja. Internet wächst weiter. Ich kann das selbst als ein Internet- und Cloud-Unternehmen bestätigen. Also
An mir ist die Pandemie ziemlich egal vorbeigezogen an der Stelle, genauso halt eben auch wie an der Branche selbst. Also die Internetfirmen, klar, es wird gerade in diesem Jahr so ein bisschen drüber gesprochen hier, Entlassungswelle bei Google, Microsoft und Co. Aber im Großen und Ganzen sind wir als Branche eigentlich weiterhin ziemlich resilient aufgestellt, weil wir uns halt auch einfach ordentlich entwickeln. Was sich auch ordentlich entwickelt hat, ist ChatGPT. Das hat jetzt nämlich im zweiten Anlauf, nach einem Test Anfang des Jahres, hat jetzt im zweiten Versuch das bayerische Abitur bestanden mit einer 2-Komma-Note als Gesamtschnitt. Also im Sinne von KI-Systeme ist jetzt die Frage, werden die besser oder sind die Abiturprüfungen vielleicht einfach nur ganz simples Wissen abfragen und haben nichts mit einem kreativen menschlichen Denken zu tun? Denkt mal drüber nach. Ja, aber wo denken, Frauenfußballliga soll künftig Google Pixel Frauenbundesliga heißen. Denn andere Sponsoren lassen das Stadion nach sich benennen. Google sichert sich die ganze Liga. Und mit dem Deal versuchen sie natürlich, die Smartphones zu vermarkten. Ja, und ich meine, wer kennt das nicht an der Stelle, die Google Pixel Frauenbundesliga? Das geht ja auch schon so richtig schön von der Zunge runter. Ich freue mich für die Frauenfußballerinnen, dass die ein bisschen Geld bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Aber. Und Aufmerksamkeit dadurch. Hoffen wir auch, dass sie beides auf jeden Fall bekommen. Aber insofern einfach als letztes Kuriosum und Punkt aus. Und wie versprochen am Ende, Musik, die ihr verwenden dürft, von Miracle of Sound mal wieder, der sich vom Rollenspiel Elden Ring hat inspirieren lassen. Und hier kommt Moonlight Blue. Moonlight Blue, in the glimmering stars are glowing anew. Sweep of the stars, my friends, through many long lifetimes, I guide your way from afar. Moonlight blue, grace in the glimmering stars are glowing anew. Moonlight blue, fades in the shimmering, such a hearted and stern, stern. New hands clasped in the changes, rules compel you to turn. And the ghosts, they lie under roots deep, where golden tresses decay. The marks still burn in the steel sleep of those I had to betray. Stars are glowing anew. Moonlight blue.
in the shimmering, such a beautiful hue. Moonlight Blue von Miracle of Sound und der findet ihr auf YouTube, auf Patreon, auf Spotify. Und wenn ihr erwähnt, wo ihr die Person findet, wo ihr Miracle of Sound findet, dürft ihr dieses Lied auch benutzen in Podcasts, in Videos, solange sie nicht kommerziell sind, so wie die Online-Geister. Und damit sind wir am Ende angelangt. Genau, das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Und wir hören uns beim nächsten Mal und dann geht's um Alternativen zu Twitter. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.